Hallo zusammen, heute habe ich euch mal wieder was Kleines, Feines mitgebracht, den JJRC-H36, ein sogenannter Tiny Whoop, würde ich mal sagen. Genauso klein und handlich wie der Inductrix, kommt hier in so einer schicken Pappverpackung. Für relativ wenig Geld gibt es in zwei Farben, einmal in Grau-Anthrazit und im Blau-Schwarz. Ich habe heute hier die blau-schwarze Variante. Und wie ihr seht, ist sie schon direkt modifiziert von mir. Ich habe hier eine FPV-Cam verbaut mit Videosender. Und das ist die FXT 798T. Kann 40 Kanäle, wird betrieben, 3,7 Volt. Von der einen Lipo-Zelle, die hier verbaut ist. Kann auch Raceband, wird dann einfach hier umgestellt über den einen Schalter. Länger drücken, wechselt ihr das Band. Kürzer drücken, wechselt ihr den Kanal. Hat vorne eine 90-Grad-Linse, das heißt also dieses typische Field of View, was ihr auch bei den großen Racern habt. Und habt hier diese Clowerleaf-Antenne, die eine sehr gute Abstrahlung hat, 25 Milliwatt, also man kann bequem in der Wohnung fliegen. Draußen ist eh mit der Leistung nicht das Richtige hier, deswegen also für alles Indoor ist das richtig gut. Und verbunden wird das Ganze einmal an dem Akkuanschluss, also unten sieht man hier den Stecker und ihr lötet quasi einfach nur plus minus auf der anderen Seite an und das war's. Ich habe hier das Ganze gesichert mit einem Gummiband und ich zeige euch jetzt mal, wie der Copter eigentlich normalerweise geliefert wird. Und zwar ist dann hier diese Haube drauf, die hier einmal eingeklemmt wird an der Seite. Und dann hat man hier so einen kleinen flachen Flitzer. Er fliegt sich fantastisch. Ihr werdet am Ende noch ein bisschen Videomaterial sehen. Und, mit dabei sind halt die Propeller, die sind schon fertig montiert, sind aber auch noch mal vier Stück im Ersatz. In der Regel werdet ihr die aber gar nicht brauchen, weil durch den Schutz der Propeller passiert da eigentlich nichts. Also man kann abstürzen, es wird nichts brechen. Ich finde ihn äußerst robust und auch die Motoren sind hier super geschützt. Das sind diese kleineren Motoren hier. Leistungsfähigkeit ist gerade ausreichend dafür, um auch mit einer FPV-Cam zu fliegen. Wenn ihr ein bisschen mehr Spaß haben wollt, nehmt ihr anstatt des mitgelieferten 150 mAh Akkus hier, der mit 30C angegeben ist, eine Zelle. Nehmt ihr einen etwas stärkeren Akku, vielleicht einen 200 mAh Akku, der vielleicht auch ein bisschen mehr Leistung hat. Und dann, gerade wenn der Akku voll ist, macht das richtig Spaß. Wenn der Akku leerer wird, merkt ihr schon, dass ihr dann schon relativ viel Gas geben müsst. Ist aber egal, macht einfach nur Laune. So, und wir haben hier so eine kleine Antenne dran. Ich habe hier dann einfach so ein bisschen Klebeband drüber gemacht, damit das Ganze hier von der Elektronik geschützt ist. Und dann kommt dann einfach hier so ein kleiner Band drüber, was dann dafür sorgt, dass die Kamera gut festhält. Könnt den Winkel einstellen, ist aber normalerweise nicht notwendig. Gerade raus reicht, dann sieht man hier so ein bisschen die Spitze, das seht ihr gleich nochmal im Video. Kann man wunderbar fliegen, hat ein schönes Bild und auch der Empfang ist glockenklar. Keine Störung irgendwie von den Motoren oder so, das passt einfach. So, ansonsten mitgeliefert wird dann noch hier so ein kleiner USB-Lader, einfach irgendwo in ein USB-Ladegerät rein. Das geht relativ schnell, 30 Minuten ist der Akku voll und das seht ihr dann, wenn die LED wieder angeht. Also wenn er nicht angeschlossen ist, wird die LED rot leuchten. Ihr schließt den Akku an, dann geht die LED aus und wenn der Akku voll ist, geht die LED wieder an. Relativ simpel. So, und genau, ach so, kann ich euch noch zeigen hier. So sieht zum Beispiel ein 3D gedruckter Mount aus. Also für diese Kamera gibt es hier auch gleich schon Modelle bei Thingiverse, die ihr nutzen könnt, um die Kamera zu montieren. Ich habe das mir ehrlich gesagt gespart. Es passt nämlich auch ganz wunderbar hier mit dem Gummiband und dem kleinen Isolierstreifen. So, ach so, das Wichtigste, ihr habt hier diese kleine Fernbedienung dabei. Ich weiß, leider nicht mit der großen Funke fliegbar. Dafür ist einfach das Ding zu billig. Allerdings reicht, macht Spaß, passt schön in die Hand, lässt sich ganz gut steuern. Kommen einfach zwei Mignon-Zellen unten rein und das war's. Von der Steuerung her ist noch zu beachten, also wenn ihr den Copter unten
verbindet mit dem Akku. Einfach unten reingesteckt. So, und dann Stecker rein. So, dann leuchtet das Ganze schon. Und dann macht ihr die Fernbedienung an. Dann blinkt sie. Ihr müsst einmal den Hebel nach oben machen und dann den Hebel nach unten und schon ist sie gebunden. So, und dann könnt ihr sehen. Geht gut ab. So, dann habt ihr hier den Speed-Taster. Damit könnt ihr die Agilität einstellen. Das sind, glaube ich, 2 Stufen oder 3 Stufen sogar. Dadurch wird der Ganze ein bisschen mehr flitzen. Dann habt ihr hier noch die 3D-Flip-Funktion. Die ist allerdings mit der Kamera obendrauf nur wirklich bei vollem Akku nutzbar. Ansonsten kippt der zu leicht weg. Da ist zu viel Gewicht dann drauf. Wenn das Ding piepst, wisst ihr, hat irgendwas umgestellt. Feintuning könnt ihr noch machen, falls er nicht gerade fliegt. Vor, zurück, links, rechts. Ja, das war eigentlich schon alles, was man hier zu sagen kann, außer es macht jede Menge Spaß und ihr seht das auch gleich nochmal im Video. Es ist absolut robust, müsst keine Sorgen haben, ist auch ideal für Anfänger oder Kinder geeignet und halt mit dem FPV könnt ihr wunderbar mit eurer Videobrille fliegen oder mit dem Monitor. Das Bild ist absolut ausreichend vom Empfang her in der Antenne, überall in der Wohnung. Wenn ihr Fragen zu dem Kopter, der Kamera, Einstellung oder was auch immer habt, meldet euch einfach. Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen. Links zum Kaufen sind natürlich in der Beschreibung. Und liked mich, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn es was Neues auf meinen Kanälen gibt, bei Facebook oder bei YouTube. Bis dahin, bis bald, tschüss.